Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play in unserer Minecraft-Welt und eher gesagt willkommen zu Part 2 zu unserem Hausbau. Ich meine, das Grundstück oder beziehungsweise die Grundrisse stehen ja hier schon, das ist schon mal ganz gut. Aber Leute, ich versuche mal in dieser Folge das Haus auch, sagen wir mal, bewohnbar zu machen, denn irgendwie fehlt hier irgendwie das Bett, Kisten und ja, im Boden zum Beispiel, ne? Aber gut, das werden wir dieses Mal alles hoffentlich hinbekommen. Aber um das Ganze natürlich machen zu können, muss ich natürlich auch erstmal hier wieder Holz farmen, ne? Denn ohne Baumaterialien wird das hier auch nichts. Das ist dann immer das Blöde in so einer Survival-Welt. Man muss ja auch alles selber machen. Wirklich alles. Das ist ja normal. Immer diese verdammte Normalität hier. Egal. So. Dann bauen wir dich hier noch ab. Setzen wir dich wieder hin. Genau. Habe ich eigentlich noch... Ja, habe ich nicht. So, ich brauche noch mal... Habe ich keine normalen Setzlinge? Das finde ich jetzt... Ich überlege halt gerade so, was wir ins Haus machen können. Und in den Boden würde ich tatsächlich eher so anderes Holz machen zum Beispiel. Aber ich sehe gerade, wir haben nicht mal Setzling für normales Holz. Überrascht mich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen. Aber egal, ist nicht schlimm. Wir holen uns jetzt normales Holz, bevor die Sonne untergeht. Also geht sie gerade auf oder unter? Ich weiß es nicht. Egal. Hier werden auch bestimmt irgendwo normale Bäume sein und nicht überall diese weißen, gestreiften Zebrabäume, wie man es auch so schön nennen kann hier. Ich weiß, es sind keine Zebrabäume, aber sehen irgendwie schon so ein bisschen aus. So, wollen wir doch mal schauen. Ja, hier sind die Alpakas. Kann man ja so schön nennen, sind eigentlich nur Lamas, aber egal. Ne, hier sind die Bäume nicht. Gibt es hier nicht diese normalen Bäume? Doch, da ist ein normaler Baum. Ich wollte schon sagen, als ob es hier keine normalen Bäume gibt. Genau, dieses Holz meine ich. Haben wir tatsächlich nicht. Krass. Gut, das brauche ich aber hier auch noch. Die Setzlinge dafür. Damit ich wenigstens auch bei mir anpflanzen kann. So, jetzt gibt es hier Setzlinge. Habe ich schon einen? Ja, einen habe ich schon. Zwei wäre besser. Ah, da oben ist schon der zweite. Ja, optimal. Gut, ich würde sagen, ein bisschen erfolgreich. Können wir direkt wieder zurück. Ich baue noch kurz den Rest hier ab. Drei, ja, perfekt. Aber die Sonne geht unter. Tatsächlich. Egal. Vielleicht kriegen wir einen Apfel? Nee. Na gut, Apfel wäre jetzt, glaube ich, zu viel gewesen. Gut, egal. Schnell wieder zurück. Und ich hoffe ja immer noch, Leute, ne, dass ihr zu mir kommt. Aber ich habe noch nicht geschaut, was du dann zum Handeln hast. Verlangt nur Smaragd. Das Smaragd habe ich nicht. Obwohl, Packeis ja. Schade. Egal. Ich will deine Lamas wegnehmen. Ich will die besitzen. Ich meine, das geht da eigentlich ganz easy tatsächlich, ne? Wenn ihr so einen Typen habt, der bei euch vorbeikommt, dann nehmt euch einen Wassereimer und Zäune. Ein paar viele Zäune. Und ihr versucht, so gesehen, einen Zaun zwischen ihn und sein Tierchen halt zu platzieren. Was bringt das euch? Naja, sobald die so gesehen getrennt sind, könnt ihr nämlich mit einem Wassereimer den so gesehen wegschwemmen. Ne? Und wenn er zu weit weg ist, dann reißen die Leinen. Das bedeutet, ihr habt die Lamas, ne? Die gehören dann so gesehen nicht mehr ihnen, und ihr habt die Leinen, was viel cooler ist. Weil die Leinen könnt ihr nur mit gewissen Sachen craften und die habt man nicht so schnell leider. Deswegen ist das schon eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man diese Leinen besitzen kann. Aber gut, ich hoffe einfach mal, dass er der nächste Mal hier hochkommt, zu uns spazieren kommt. Und dann wird das Ganze schon. So... Okay. So, jetzt möchte ich dich aber auch nochmal platzieren. Nur wohin? Nur, das ist eine ausgezeichnete Frage. Bisschen planlos hier gerade. Aber egal. Der allgemeine Plan steht ja immer noch. Wir bauen das Haus zu Ende. Aber, ey! Kommt einfach wieder zurück. Was soll denn das denn? So, ich würde mal sagen, hier ist Platz. Na, eher weniger. Okay, komm. Ich muss gucken. Ja, hier ist Platz. Gut, egal, so, jetzt machen wir erstmal weiter. So, die Überlegung ist jetzt halt auch wiederum, ne? Sollen wir das Haus einstöckig machen oder zweistöckig? Gute Frage. Schwere Frage. Ich meine, zweistöckig wäre auch nicht schlecht. Aber... Ich sag ganz ehrlich, warum brauchen wir zwei Stöcke, ne? Ich glaube, hier kann man auch so ein schönes Dach drauf machen und dann hat sich das auch, ne? Gut. Ich würde sagen, beim Dach bleibt es erstmal. Okay. Aber trotzdem brauche ich
erstmal die Erde. So, machen wir es erstmal hier in der provisorischen Leiter. Und erstmal Essen. Ich brauche Essen. Jetzt müssen wir auch natürlich auch erstmal überlegen, woraus möchten wir das Dach denn bauen? Natürlich, die Vermutung liegt danach, irgendwie aus Holz oder sowas ähnliches. Aber soll ja auch gut aussehen. Aber ich habe schon eine Idee. Okay. Gucken wir mal, was wir hier an Holztreppen denn so bekommen. Nicht so viele, aber wir kriegen auch ein paar hier raus. So. Dann wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt hier hinbekommen. Also, ich würde ja generell sagen, dass das Ganze so gesehen mit Stein umrandet ist. Mit Stein oder mit Holz? Ich überlege gerade, wie rum es sein soll, ne? Weil da, so gesehen, die Umrandung wird weniger sein und das Holz wird mehr sein. Aber ich würde sagen, mit Stein wäre das ein bisschen zu steinig. Deswegen würde ich sagen, Umrandung ist Stein, dafür ist das Dach dann aber aus Holz. Ja, klingt nach einem Plan, Leute. Ich weiß, ihr seid voll dafür und stimmt gerade alle in den Kommentaren dafür ein. Ich sehe das hier gerade, ich kann es spüren. Deswegen machen wir das auch einfach mal so. So. Dann wollen wir nochmal. So. Ich habe aber die Befürchtung, dass die Umrandung nicht reichen wird. Ich brauche mehr. Ja, der Baum hier, der ist mir schon öfters hier im Weg gewesen. Das ist auch nur ein halber Baum. Ja, ich glaube, den müsste ich auch mal wegmachen. Das sieht auch nicht mehr schön aus. Aber egal. Eins nach dem anderen. So. Genau. Jetzt machen wir das erstmal mit der Erde mit dazu. Dann kriegt ihr auch so eine ungefähre Vorstellung, wie das hier sein wird. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist die Mitte, ne? Okay, hier wäre theoretisch die Mitte. Dann können wir nämlich hier jetzt so. 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 Und so. Genau. Dann machen wir hier so, so. Ganz viele Soos. Ne? Aber ja, das Haus beginnt sich zu entwickeln, würde ich sagen. Ich meine, hier ist es ziemlich getarnt. Also man sieht, wenn man hier kommen würde, ne, dann sieht man gar nicht, dass hier irgendwie ein Haus stehen würde. Aber es steht hier eins. Okay. Doch, das gefällt mir. Das kann man so machen. Ich fange auf der anderen Seite an. Aber wir brauchen mehr mehr Materialien sind schon gekommen. Sehr schön. So. Ich würde sagen, in den Ecken machen wir aber auch Steine. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Vielleicht machen wir auch irgendwo so einen Kaminschacht, ne? Ich meine, einen Kamin hat man ja sowieso nicht, ne? Aber warum nicht, ne? Das sieht dann einfach ein bisschen besser aus. Aber ich muss erstmal Materialien besorgen. So. Hui. Oh, lol. Ich bin klein. Warte mal, das ist. Ja, ich bin hier gerade noch im Schwimmmodus. Im Kriegmodus. Haha, wie cool ist das denn? Okay, feiere ich gerade. Ah, jetzt bin ich wieder groß. So, das war nur ein kleiner Baum. Ist aber nicht schlimm. Irgendwo hier war noch ein Baum. So. Mal wieder ein bisschen Holztreppe. Dann haben wir vielleicht sogar schon unser Dach zusammen. Wer weiß das schon. Aber erstmal Bruder wieder dahin und Bruder wieder dahin. Genau. So. Wie viel Holz habe ich denn jetzt bekommen? Ah, 11. Sehr schön. Da kriegen wir wieder viele Holztreppen. So. Guck mal hier, wunderbar. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also da ist Glas, hier war nichts. Haben wir noch irgendwie Cobblestone? Ja, wir haben nicht mal so viel, ist das Problem. Ich will jetzt auch nicht alles wegmachen. Wir brauchen auch was für Spitzhacken. Ne? Deswegen mache ich jetzt mal... Genau, mache ich jetzt mal 16 in den Ofen rein. Das sind 2 Kohlestücke. Und dann muss ich wohl früher oder später Kohle sammeln. Eieiei. Nicht Kohle, Kobbel. Meine Güte. So. Okay. Das
beginnt an sich zu gestalten. So, wo machen wir den Kamin denn hin, ist die Frage. Ich schätze mal, ich baue zuerst das Haus und dann reiße ich das Dach wieder ab und weiß dann, wo der Kamin hinkommt. Ich schätze mal, so wird es später laufen. Aber das ist so richtig typisch Bauphase, ne? Man weiß nicht, wo später was hinkommt. Man baut erstmal und reißt die Hälfte wieder ab und dann weiß man, wo es hinkommt. Aber egal. So. Genau. Da haben wir unser erstes kleines Häuslein. Keine Sorge, Leute, die Erde bleibt da nicht. Ist nur ein Platzhalter. Aber warte mal. Genau, hier war es ein bisschen kleiner. Warte mal, hier. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Genau, hier ist es nur so groß. Okay, das muss ich berücksichtigen. Das bedeutet, ich sag dir, die Hälfte des Dachs kommt wieder weg. So, genau, du bist so groß. Ja, okay. Okay, dann ist jetzt hier so gesehen Ende. So, da wird das noch so sein. Okay. Ich muss aber gerade überlegen, wie das jetzt hier ist. Egal. So. Nein! Ach Mann, jetzt habe ich mein Essen verschwendet. Schrecklich. Das passiert bei diesen Pflanzen leider sehr oft. So. Sag ich zu viel so? Ich glaube ja. Ja, Essen. Essen von der anderen Seite. So. Gib mir Essen. Sehr schön. Und da. Okay. So, nachdem wir erstmal noch leider warten müssen, bis wir hier annähernd wieder Holz bekommen, was ich nämlich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird, können wir schon anfangen, das Haus einzurichten, beziehungsweise den Boden zu machen. So, ich dachte natürlich hier an diesen Granit. Das habe ich am Anfang dieser Serie, kann man schon fast sagen, extra abgebaut, weil ich das als ein sehr schönes Baumaterial finde. Denn man kann das jetzt so gesehen hier als Flur benutzen. Als G-Punkt, wo man drauf geht. Nicht das, was sich denkt. So, also man kommt hier rein. Genau. So, was wird denn hier sein? Also theoretisch wäre hier noch so ein Abschnitt. Da wäre hier so gesehen der Eingangsraum. Ne? Das wäre hier im Eingangsraum. Keine Ahnung, vielleicht. Oder hier wäre eine Küche. Ne, Küche. Also Küche in diesem Sinne, wo man später mal Sachen brauen kann oder sonst irgendwas. Das würde, glaube ich, eher dahin kommen. Okay, ich schätze mal, der Kamin kommt eher nach da. Wohnbereich. Also vielleicht kommen hier so Kisten hin. Es ist hier so ein kleines Kisten-Anfangslager. Oder Kamine. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Schwierige Entscheidung. So, ich habe ja auch hier ein Eichenholz. Das Eichenholz wollte ich. Ich guck mal gerade, wie wir es am besten machen. Weil ich finde ja, so sieht das ja auch nicht schlecht aus. Ja. So, muss ich das natürlich jetzt alles nochmal hinsetzen und doppelt und dreifach so gesehen abbauen. Aber egal. Solange es gut aussieht. Ja, die Frage, machen wir es so rum, dann ist es da besser oder machen wir es so rum? Ne, ich würde sagen, wir machen es so. So sieht's gut aus. Sehr schön. Gut. Den Mineneingang müssen wir auch noch später hier irgendwie schön machen. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in die Haia. Denn es wird wieder Nacht und auf Monster habe ich noch keine Lust. Noch nicht. Ne? Irgendwann stellen wir uns gegen diese fiesen Monster und bekämpfen sie und bekriegen sie, aber hat Zeit. Hat Zeit. Okay, das Cobblestone ist jetzt fertig. Dann können wir daraus wieder das hier machen. Und daraus können wir wieder Treppen machen. Haha. So, jetzt habe ich wieder 12 Treppen. Dann lass uns doch mal schauen, was wir damit jetzt machen können. So, also genau, es kommt hier hin. Du kommst hier hin. Die Erde kann hier dann mal weg.
Und kommst hier hin. Aber ich würde sagen. So, okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich würde sagen, das passt genau. Okay. Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Das Dach entwickelt sich langsam, aber sicher. So. Aber uns fehlt tatsächlich Kobbel. Das bedeutet, ich muss mal kurz in unsere, ja, nennen wir es mal, Mine gehen und ein bisschen abbauen. Ich gehe jetzt nicht tief. So tief. Ich weiß nicht, wie tief ich gehen soll. Ja, ich würde sagen, man kann es hier machen, wenn sowieso schon hier abgebaut ist, dann kann man hier auch weiter abbauen. So. Aber vielleicht wechseln dann gleich auch noch oben ein Bäumchen. Aber wer weiß das schon. Die Bäumchen sind ja immer ein bisschen eigen. Man hofft, dass sie schnell wachsen, aber irgendwie haben sie ihren eigenen Willen. Manchmal geht's schnell, manchmal auch irgendwie gar nicht. So, wie viel habe ich denn jetzt? 27. Okay. Das ist in Ordnung. Da können wir wieder ein paar Sachen machen. Ja, hier sieht man nur noch einen ganz kleinen Lichtstrahl hier. Ja. Weil ich auch noch nicht genau weiß, ob das Fenster da, wo es jetzt ist, auch so bleibt. Ne? Aber egal, das Haus nimmt Gestalt an. Und gut ist. Ja, ich sag's auch, keine Bäumchen. Nix da. Null Bäumchen hier. Sehr, 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 sehr enttäuschend. Aber egal. So. Dann gucken wir noch nach unserer Farm, die wir hier oben haben. Ne? Unsere Farm erweitern, so gesehen. Aber ich schätze mal, unsere Farm geht's gut. Aber wir haben hier noch kein Bienchen reingelockt, glaube ich. Ne? Das müssen wir eigentlich auch noch machen. So. Oh, ein Kürbis ist sogar schon gewachsen. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. So. Ach, hier. Wunderbar, wächst ja sehr gut hier. Ich bin begeistert. So, guck mal hier, das können wir sehr weit ausführlich machen hier. Bis wann wollen wir das eigentlich machen? Ja, ein bisschen muss Weizen bleiben. Ich würde sagen, das reicht hier erstmal schon. Die Kürbis bauen wir auf jeden Fall ab und machen den erstmal zusammen. Komm her, Kürbis. Und dann setzen wir das Ganze auch hier erstmal hin. So. Und die Lieblingsstelle an solchen Farmen. Zuckerrohr. Diese Maschinengewehr. Sehr cool. Und natürlich auch alles einsammeln hier, ne? So. Okay, Leute. Aber ich habe auf die Uhr geschaut und es ist schon wieder zu Ende. Es ist unglaublich. Egal. Ich würde mal sagen, in dieser Folge haben wir unser Haus gut erweitert. Ich meine, es ist zwar noch nicht fertig, aber. Das wird noch. Aber ich kann nicht springen. So. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir es in nächster Folge hoffentlich mal fertigstellen können und unser Bett auch mal reinplatzieren können. Aber ich bin überzeugt. Ne, wir brauchen noch ein, zwei mal, ich sag's mal, Bäume, die wir abfällen können, wenn wir das Holz haben. Und dann wird das Ganze schon. Ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, wo ihr findet, wo das Kamin hin soll. Also der Kaminschornstein. Ne? Ob es eher in diese Richtung oder eher hier oder hier oder wie auch immer. Aber gut, Leute, das könnt ihr ja selbst entscheiden. Und vielleicht berücksichtige ich das ja auch. Ne? Wer weiß das schon, ne? Ihr Schweine habt auch keine Ahnung, wo es hin soll, ne? Ne, ich glaube nicht. Aber gut, Leute, bevor ich hier noch weiter quatsche, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Falls euch dieses Let's Play gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber Leute, ich bin mal raus. Ciao, euer Wombat.